Nicht mal ein paar Sekunden, nicht mal eine Sekunde hat es gedauert und es geht weiter mit einem großen Leck. So. Also, dann schauen wir mal weiter. Wir werden ein bisschen ins Inland, weg vom Ozean gehen. Und dann haben wir eine schöne Gegend, hoffentlich. Kein Eis, bitte. Kein Schnee, kein Sumpf. Kein Ozean. Nichts mit Wasser. Ja, ein See wäre schön, schön. Oder ein Fluss. Bitte, ein Fluss. Ein Vulkan. Ja, ein Vulkan, bitte. Irgendwo, Vulkan. Hier ist wieder ein schlechtes Biom. Mist, gehen wir lieber hier nach unten. Ja, hier ist auch ein schlechtes Biom. Hier ist ein Sumpf. Ach komm schon. Weiden haben wir schon. Ist das nicht die Mütze von German Let's Play? Ich will German Let's Play sein. So. German Let's Play. Oh, Twilight Prozess. Das ist von Zelda, sollte eigentlich jetzt abgespielt werden. Machen wir halt die Musik hier noch ein bisschen laut. Was legen wir raus? Ja, die. Hallo? Darf ich jetzt das mitnehmen? Wasserartischocken. Hallo? Ah, das ist ein... Dann nehmen wir doch die mit, legen aber etwas anderes weg. Für die Wasserartischocken zusammen. So, das ist ein Hut, den kann man... den kann wir mit G, mit H. Tatagne. Okay, jetzt bin ich German Let's Play. Sieht fast so aus, wenn das ein Controller wäre, würde genauso aussehen. Und noch ein gestreifter Pulli, auch rot, auch blau und schwarz. Dann sind wir German Let's Plays. Und es gibt sogar die Dimensions, die anderen Dimensionen. Ja, die sind alle so Stein und dann hat es ganz schwarze Blöcke und ja, hat Luft und Fallen, viele Fallen. Das ist weniger gut. Hier hat es einen Berg, gehen wir mal auf den Berg. Hier hat es aber auch ein bisschen Schnee ab, das ist wahrscheinlich nur, weil der Berg hoch genug ist für Schnee. Schauen wir mal nach oben. Ein Vogel. Ich will ein Vogel werden. Ich will fliegen. Ja, flieg nicht davon. Ja, ja, lande. Lande. Und Crit. Crit. Wo ist der? Wo ist der Vogel? Ich will einen Vogel werden. Ich möchte einen Vogel sein. Ach komm, ich will doch ein bisschen fliegen. Hallo, bin ich jetzt... Kann ich jetzt ein Vogel sein? Nein, ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Okay, der nächste Vogel mit einem besten Schwert angreifen und dann ist er... Dann kann ich fliegen. Hoffentlich. Aber wahrscheinlich kann man nicht fliegen. Aber trotzdem ein Flügelchen sein, ein bisschen necken. Andere Tiere necken, die können dich nicht angreifen. So, hier oben hat es ein bisschen Schneebiom. Schauen wir mal, wo denn das ist. Oh, ein großer Elefant. Hier. Ein weißer Vogel. Der ist doch tot.
tot gewesen. Dann halt du. Wo bist du? Da, der ist gefangen. Bert. Ist der jetzt tot? Ist der jetzt tot? So, jetzt. Ach, komm. So. Yeah. Sehe ich noch einen größeren Vogel sein? Ja, man kann nicht fliegen. Kann man mit Shift fliegen? Oh, man kann nicht fliegen. Und ein Leck. Ein großer Leck. Ja, ist eigentlich wie ein Huhn. Greifen die an, kann man ein Triant sein. Ein Triant. Wie viel Leben habt ihr? 20 Leben. Die kann man nicht angreifen. Ah, jetzt kann man sie angreifen. Nein? Ja, dann halt nicht. Aber ein Löwe. Komm schon. Ein Löwe. Vogel gegen Löwe. Das hat auch irgendwas. Und wir sind hier irgendwo runtergefahren. Hm, Vogelarsch. Auch ab. Das gibt's doch nicht. Können die nicht angreifen, wenn wir im Ding sind? Im Peaceful-Modus. Ja, wo ist... Hey, ich hab den getötet. Also kann ich mich nicht in ein Ding verwandeln. So geht das nicht. Aber in einen Tiger. Komm schon. Hä, wieso geht das nicht? Ah, jetzt. Das kann ich hier noch auswählen. Aber wie? Ach, komm schon, schwarz. Da. Das ist normal. Wie kann man dann rüber? Option, Steuerung. Morph. Wähle runter, er prägt. Was ist er prägt? So. Wenn wir jetzt hier... Das können wir... Nein, ich will links und rechts. Wie kann man jetzt... Oh Mann, oh. Die Störung von Morph ist wirklich katastrophal. Halten, Shift. Ah, jetzt.
will aber einen Tiger. So. Hallo, ich bin ein Tiger. Mit schlechter Textur. Aber ich bin ein Tiger. Yeah. Yeah, Baby. Vogel in Blau. Was gibt's hier drinne? Ich will die rein mit dem Tiger. Der ist zu fett. Ach, scheiße. Ah, ich muss mich jetzt wieder umgewöhnen, dass ich jetzt die Numpad-Sachen mache. So. Aber jetzt noch. So. Gut. Ein Brot. Hallo, ist auch ein Witch. Du wärst nicht die Kunst. Ah, okay, das ist dann zum Kunstlernen, zum neue Attacken lernen oder so. Sehr schön. Hier haben wir einen Turm, den wollen wir aber noch nicht betreten. Hier geht's runter. Ah ja, das ist dann wieder so ein Mega-Dungeon. Okay, hier hat's alles, alle Schichten hat's hier, mit Schnee sogar. Dieser Berg, wenn der Berg ein Vulkan ist, das wäre mal mega geil. Hier hat sogar Schneebiom noch. Gehärtete Erde. Jetzt müssen wir nur noch nach oben kommen irgendwie. Was ist denn das für ein Baum? Pinie. Oh, ist ja mal schön. Mit Pinien könnten wir auch was bauen. Hier unten ist sogar ein Strand. Nein, eine Wüste. Oase wahrscheinlich. Das ist ja ein Megaberg. Da gehen wir jetzt ganz nach oben. Kann man die wieder rechtsklick machen? Ein Petname eingeben. Bunny. Play. Bunny. So, wir haben ein Pet. Ein Pet. Wir haben ein Pet. Yeah. Und ein Dachs will ich auch töten. So geht das nicht. Kann ich mit denen kein Schaden. Ich kann den einfach nicht hitten. Ist das auch ein... Ah, jetzt. Yeah, wir haben einen. Okay, wir fanden uns nicht. Aber wir können den sicher auswählen jetzt. Ach komm. Ja. Gut, weg. Jetzt wollen wir aber nach oben. Wir wollen ja auch ein bisschen vorwärts kommen, oder? Dann gehen wir jetzt ein Haus bauen. Das macht doch Minecraft aus. Minecraft. Ein schönes Haus bauen, das ist doch wahnsinnig spannend. Nicht ganz, aber für mich ist Hausbauen einfach das Kernelement. Und wenn wir ein gutes, schönes, großes Haus haben, dann sind wir auch ein bisschen stolz. Also gehen wir hier nach oben. Hier hat es leider nicht so ein großer Berg. Ach, das Biom ist halt nicht so schön. Aber es haltet ihr von der Idee, wenn wir hier irgendwo in der Nähe ein schönes Biom besitzen. Da vorne... Oh, solche Biome liebe ich. Sind aber eher hinderlich. Das wollen wir unbedingt in der Nähe haben.
Ein weißer Tiger. Nee, den töten wir jetzt nicht. Also hier in der Nähe will ich bleiben. Hier in der Nähe machen wir auch ein Haus, aber wo? Wo? Schöner Wasserfall, aber der ist mir ein bisschen zu groß. Ich will aber nicht hier sonden. Ich will den Wasserfall nicht wegmachen. Also die Quelle will ich nicht wegmachen, aber der Wasserfall soll weg. Hier ist Schnee. Ja, jetzt Blumen, Bromelie. Eigentlich will ich ein, so ein Biom am Strand. Also das ist ein Strandbiom so. Aber wir können schon hier bleiben. Dünengras. Was ist denn das? Dünen. Okay. Das ist ein Dünenbiom. Da vorne gibt es noch eins mit Gras, ein ähnliches. Du bist eine falsche Schlange, gibst du eine falsche Schlange. Ja, was ist jetzt? Gibt es auch ein perfektes Biom oder soll ich mir jetzt hier irgendwo ein Haus bauen? Ein Ziegelstein. Hier ist ein Dungeon. Aha. Wollen wir in einem Dungeon ein Haus bauen? Na 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 na. Und es geht tiefer rein und tiefer rein und tiefer rein und wir haben Eisen gefunden. So. Den Tisch haben wir nicht mitgenommen. Müssen wir nur einen neuen Tisch bauen. Ah, wir haben ja den Tisch dort unten. Okay, dann bauen wir einen zweiten Tisch halt hier drauf. Und hier machen wir die Öfen hin. Die Öfen! Die Öfen! So, zwei Öfen für den wunderbaren Drago. Und jetzt, machen wir. Ja, bauen wir das Eisen ab und gießen das Eisen ein bisschen. Komm schon. Ja, so endlich. Eisen gießen. Noch mehr Eisen. Sehr schön. So, und jetzt sind wir unten. Ein Lehmgefäß. Hier nehmen wir nichts raus.
Dann legen wir doch dann legen wir ja das Weizengras brauchen wir nicht. So. Gehen wir wieder nach oben. Hier unten ist es zu dunkel und ja, wahrscheinlich auch zu kalt. So weit unter der Erde. Waren die schon daneben durchgegangen? Ja. So, denn. Ach komm, geh weg. Ja. So, Dele. Jetzt. Schon viel besser. Okay, Matsch. Bauen wir ein bisschen Matsch noch. So. Dafür die Öfen bitte mitnehmen. Ach komm. So. Also, dann gehen wir nach oben wieder. Verlassen wir diese Dungeon. Haben wir genug Kohle? Ja. Nehmen wir nicht mit. Okay. So, Dele. Haben wir mit Bambus. Ich denke, wir gehen irgendwo in einen Wald oder auf eine Ebene. Aber das nächste Mal. Und ja, ob wir das nächste Mal in der nächsten Aufnahmesession schon einen schönen Wohnort finden oder nicht, das erfahrt ihr eben in der nächsten Folge. Und dann sehen wir weiter. Bis dann, Dankeschön und viel Spaß mit den anderen Videos. Dankeschön, tschüss, bye und fertig. Tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Drake's Projekt. Ja, ich habe jetzt ein neues Texture Pack, leider auch noch nicht mit den neuen Blöcken, aber das wird wahrscheinlich bald kommen, hoffentlich. Es ist eben noch vom Snapshot, da werden die Texturen nicht so schnell oder erst bei 1.8 eingefügt. Und es leckt ein wenig. Das ist Sparks HD. 180, also pur HD, PD, irgendwas. Und jo. Eigentlich sollte es ja lagfrei jetzt gehen. Ich habe doch die Prozesse ein bisschen hochgestellt. Es ist sehr komisch, dass Vanilla schlechter läuft als zum Beispiel der Minecraft Extended Mod. Und ja, ist nicht so gut. Aber sollte jetzt eigentlich gehen langsam. Die Welt wird generiert. Da ist man. Es macht halt auch noch einen Unterschied, ob die Feind drin ist oder nicht. Und ja, Minecraft ist normal, halt einfach scheiße. Aber eben Optifine geht nicht. Da bekomme ich einen Black Screen momentan in dieser Version. Und ja, aber nach einiger Zeit soll das eigentlich gehen. So, ja, ein bisschen Bloodscan macht.
diese kleinen Mini-Lags, die nerven. So, dann wollen wir noch hier einen unendlichen Brunnen. Nicht hier. Den machen wir draußen irgendwo. Nein, draußen ist nicht gut. Ah, ich weiß, wo wir den machen. Hat sie kein Wasser? Muss ich wirklich hier runter? Oh ja, war nervig. Ja, aber war 2010 noch gut, dass Minecraft nicht viel Leistung braucht. Aber heutzutage, ich finde, Minecraft sollte schon lange umsteigen. Auf eine bessere Engine, auf ein besseres Programm. Es ist einfach nur noch überlastet und sowas. Ich mache den hier unten. 1, 2, 3, 4. Weil hier unten danach noch eine Farm kommt. Da haben wir ein schönes Bäckchen mit schön viel ja, Anbaufläche im Berg drinnen. Schon mal so hier. Jetzt müssen wir leider nochmals raus. Ja, bist doch toll. Oh, Kürbisse sehe ich da. Kann ich Kürbiskuchen machen. Also es gibt, glaube ich, alle Tiere außer Hühner nicht hier. Und ja, eine gute Startposition. Auch sehr abwechslungsreich. Bisschen Schnee auf den Bergen. Einen Fluss. Und so weiter, also sehr gut. Ja, jetzt müssen wir das Eis in Erde umwandeln, die wir nicht haben. Ja, dieser Hügel da, der nervt ein bisschen. Einfach ein bisschen hier ab entfernen. So. Gut, also hier hinten hat es scheinbar einen Schneeberg. Und ja, dort eine Wiese. Gut, noch ein Wald habe ich gesehen, weiß nicht mehr, was das für ein Wald war. Ups, fehlt noch ein bisschen. Komm, zwei schaffen wir noch. Können wir hier abbauen. So. Kann man schon schlafen? Ja, sehr schön. Ja. Bisschen einstimmen. Ja, wie gesagt, wir machen oben eine Villa. Und hier unten machen wir irgendwie wahrscheinlich Richtung Wald ein Holzfällerlager und eine Mine. Und ja, irgendwo, wo wir Platz haben, dann ein Dörfchen. Schön idyllisch. Und ja, dann irgendwo eine Stadt, eine Burg und so weiter. Also, ja. Einfach so realistisch wie möglich. Dann mit Dorfbewohnern, wenn sie überhaupt kommen. Und wir haben eine Erde noch nicht platziert. Hier. So, jetzt haben wir schon mal Weizen zum Anbauen. So, und jetzt könnten wir eigentlich uns auf den Weg machen und ein bisschen die Kürbisse holen. Und wenn wir ein Dorf finden, dann haben wir auch Karotten und Kartoffeln.
Es läuft einfach nicht richtig flüssig. Kann das sein, dass das mit dem Ding zusammenhängt? Brauchen wir so viel Render-Distanz? Okay. Ich weiß nicht, welches ist. V-Cinetic ist es, glaube ich. Probieren wir nur V-Cinetic aus. Naja, leckt leider immer noch. Ich weiß nicht, wie viel 11 ist oder 9 jetzt. Bei der Render-Distanz, aber sieht ja nicht gut aus. Ein bisschen weiter könnte es schon sein. Ah, jetzt hat es ein bisschen Nebel in der Entfernung. Und es leckt noch mehr als vorher. Was ist denn los? Also bitte. Das hatte ich in der normalen, also in der ohne Snapshot nie. Das ist wirklich jetzt erst mit den Snapshots drin, dass es so leckt. Jetzt sollte, ja, zum Teil, ja, und jetzt sogar noch ein Springer. Ach bitte, ja, aber da hast du ein Problem mit der neuen Grafikkarte, oder was? Hui. Also, jetzt haben wir hier zwei Kürbisse. Was gibt es sonst hier noch? Wir sollten nicht allzu weit weg. Und Grafikfehler habe ich auch gesehen. Habt ihr es gesehen? Ja, er meinte wahrscheinlich, es wären Sonnenblumen oder sonst irgendwas. Und haben es kurz angezeigt. Es läuft nicht durch. Muss ich jetzt wirklich zwingend Optifine installieren? Das ist doch am Arsch. Und irgendwelche Gräser-Details. Fehler hat es im Hintergrund. Also hier ist kein Dorf leider. Jetzt wieder Schneeberge. Gehen wir mal auf den Berg hoch. So viel Schweine hier. Ach komm, wie kann man... Ach, jetzt reicht es. Es reicht. Mit Maps aus. Partikel bringt nicht viel. Dann halt nochmals ein bisschen runter. Sonst muss ich wirklich Optifine installieren irgendwie. Ah! Ja, spielen wir so. Was ist denn das? Wieso haben die Texture Packs plötzlich so Probleme? Hallo, ich will zurück. Ich sehe nichts. Ja, okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Sorry dafür, aber... Ja, eben. Neue Version, neue Fehler, neue Bugs. Ja, alles möglich. Bis gleich.